Ab 1. Mai fahren sie wieder, die roten Brummer der Hochwaldbahn-Unternehmensgruppe. Noch immer dürfen in den Schienenbussen nur Personen zwischen Moorbach und Büchenbeuren befördert werden. Die HWB hat die gesamte Hunsrück-Trasse von der Deutschen Bahn bis 2015 gepachtet. Für Projektentwickler Nils Göttert sind die 31 Kilometer zwischen Hermeskeil und Moorbach der Knackpunkt beim Erfolg der Hunsrückstrecke, weil dort der reizvolle Streckenverlauf durch einsame Natur beeindruckt. Die Hunsrückbahn, insbesondere zwischen Moorbach und Hermeskeil, hat ja auch sehr viele Alleinstellungsmerkmale. Drei große Talviadukte, Steinbogenviadukte, ein Tunnel, eine unglaubliche Vielfalt an Landschaftsformen. Insofern auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle touristische Nutzung möglich auf dieser Strecke. Doch der Ankauf der Strecke für insgesamt 433.000 Euro wurde den beteiligten Kommunen wegen des fehlenden Geldes in den Haushaltskassen untersagt. Wir hoffen nach wie vor, dass die Hunsrückbahn schnellstmöglich von den Anliegerkommunen gekauft werden kann. Die Beschlüsse dazu sind da. Eventuell gibt es durch die grüne Beteiligung in der Landesregierung jetzt neue Chancen, den Kauf schneller voranzutreiben, um den Tourismus in der Region weiterentwickeln zu können, um in der Region eine Vernetzung zu erreichen zwischen den einzelnen touristischen interessanten Punkten. Unter dem Produktnamen Saar-Hunsrück-Express starten Bernd Heinrichsmeier, Prokurist der HWB, und der Geschäftsführer der Hunsrück-Eisenbahn-Infrastruktur GmbH Nils Göttert in die Zukunft. Wanderangebote, Radtouristik und die Hunsrückbahn sollten ihrer Ansicht nach nicht weiter Monostrukturen bleiben, sondern zu einem Gesamtkonzept verknüpft werden. Morgens in den Zug, dann die Rad- oder Wandertour mit dem Schienenbus wieder nach Hause. So stellt sich Heinrichsmeier ein Angebot vor. Die Räder mit im roten Brummer zu transportieren, sei kein Problem. Außerdem stehe gerade der Hunsrück-Radweg kurz vor seiner Eröffnung. Für die Bahnstrecke Moorbach-Büchenbeuren werde schon viel geworben. Deshalb appellieren die beiden Privatbahnmanager an die Politik, endlich den Ankauf der Strecke durch die Kommunen zu erlauben und den Inselverkehr zu beenden.